Kapitel 11 Die Praxis Teil 2 Nachdem Hermine diese sehr lange, sehr verwirrende Nacht in der großen Bibliothek verbracht hatte, kostete das Aufstehen nach nur drei Stunden Schlaf sie beinahe mehr Kraft, als sie aufbringen konnte. Aber die Nacht hatte sich gelohnt. Aus einem der alten Bücher hatte sie das Rezept für einen Trank herausgeschrieben, der mit kleinen Modifikationen genau das war, was sie gesucht hatte. Nachdem sie das Jucken in ihren Augen wegzureiben versucht hatte, ließ sie sich eiskaltes Wasser über die Hände laufen. Erst als sie auch nach geraumer Zeit noch im Stehen hätte einschlafen können, biss sie in den sauren Apfel und wusch sich das Gesicht damit. Ihr Schrei verrutschte zu einem kehligen Stöhnen, da ihr die Kälte die Luft zum Atmen nahm. Zwei Wochen ohne Nachtschicht und meine hart antrainierten Fähigkeiten sind verschwunden. Murmelte sie missmutig, während sie die dunklen Ringe unter ihren Augen betastete und zum wiederholten Male froh darüber war, dass der Spiegel hoch genug hing, damit sie ihre Kette nicht sehen konnte. Nach einem ausgiebigen Frühstück ließ sie sich dann von Lucius in das hauseigene Labor führen und staunte ein weiteres Mal über die Ausmaße, die dieses Anwesen hatte. Das Labor konnte von der Größe her zwar nicht mit den Schülerlaboren in Hogwarts konkurrieren, doch die Ausstattung entsprach dafür eher einem Labor, das für professionelle Zwecke genutzt wurde. Sie bedauerte es, dass sie nicht genug Zeit hatte, um alles auszuprobieren. Severus hat es für den dunklen Lord genutzt, erklärte Lucius, ohne dass Hermine danach gefragt hatte. Aber ich denke, es ist auch für den gegenteiligen Zweck zu gebrauchen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ohne eine Antwort von Hermine abzuwarten oder ihr auch nur zu erklären, wo sie was fand, wandte er sich um und ging. Dann muss ich mich wohl selbst einweisen, stellte sie seufzend fest und begann, einen Schrank nach dem anderen zu öffnen, auf der Suche nach Instrumenten, Zutaten und Kesseln. Mit dem Handrücken wischte sie sich Stunden später einen Schweißtropfen von der Schläfe, während sie mit der Pipette in der Hand darauf wartete, dass der elende Trank endlich anfing, Blasen zu werfen. Nun mach schon, koch endlich! zischte sie dem klaren Gebräu zu, das so tödlich war, dass vermutlich schon die Dämpfe sie umbringen könnten. Ein Zauber ließ eben diese in kleine Blasen zu Boden sinken und aus den geöffneten Fenstern schweben. Gerade als die ersten feinen Bläschen am Boden des Kessels erschienen, sich aber noch nicht recht dazu entscheiden konnten, gegen Oberfläche zu steigen, wurde die Tür zum Labor geöffnet. Hermine riss entsetzt ihren Kopf herum. Tür zu, Mund halten, wies sie Lucius Barsch an und fuhr dann fort, den Trank zum Kochen zu starren. Ihr unfreiwilliger Gastgeber schien wenig begeistert über ihre Anweisungen, doch er kam ihnen nach. Erst schloss er die Tür, dann trat er leise an den Kessel heran und starrte mit ihr zusammen auf die ruhige Oberfläche. Die Dämpfe, die über den Boden wanderten, bemerkte er erst verzögert. Er zog die Augenbrauen hoch. Hermine spürte, wie ihr noch heftiger der Schweiß ausbrach. Ihr Gesicht kribbelte von ihrem Nacken ganz zu schweigen. Sie hatte Mühe, ihre Finger unter seinen Blicken ruhig zu halten. Erst als sie glaubte, es nicht länger ertragen zu können, löste sich endlich die erste Luftblase vom Kesselboden und trieb überraschend träge nach oben. Hermine senkte die Pipette hinab und ließ einen Tropfen des Schlangengifts direkt in die Blase fallen, als diese sich an der Oberfläche des Trankes öffnete. Als sie dies geschafft hatte, nahm der Trank eine hellgelbe Farbe an und war damit vollendet. Hermine warf die Pipette auf den Tisch und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl neben sich fallen. Das Labor drehte sich um sie und für einen Moment glaubte sie vor Erschöpfung, das Bewusstsein zu verlieren. Sie hörte, wie Lucius sich bewegte und den Wasserhahn bediente. Kurz darauf presste er ihr ein kleines Becherglas in die Hand, das mit frischem, kühlem Wasser gefüllt war. »Trinken Sie«, wies er sie an und begann, den noch heißen Trank in Fiolen abzufüllen. Als er damit fertig war, stellte er sie zu den Fiolen mit dem Gegengift, das sie wiederbeleben würde, nachdem der Anhänger die Magie des dunklen Lords freigesetzt hatte. »Danke.« nuschelte Hermine und tat währenddessen, was er ihr befohlen hatte. Das Wasser fühlte sich so gut an auf ihre Zunge, dass sie leise stöhnte. Lucie schnaubte und warf ihr einen kurzen Blick zu. Wann haben Sie das letzte Mal etwas getrunken? Zum Frühstück, erwiderte Hermine, nachdem sie auch den letzten Tropfen in ihren Mund hatte fallen lassen. Sie stand auf und füllte sich nach. Seitdem war keine Zeit mehr. Für so etwas sollte immer Zeit sein, vor allem, wenn man den dunklen Lord am Hals hat. Er kühlte die Temperaturen im Labor auf ein normales Maß hinunter, allerdings so plötzlich, dass Hermine unwillkürlich zu schaudern begann. Wenn ich immer an den Bastard gedacht hätte, hätte ich gar kein normales Leben mehr führen können, sagte sie düster und stellte das Becherglas beiseite. Dabei klapperte der Glasboden mehrmals über die gekachelte Oberfläche des Labortisches, weil ihre Finger zitterten. Lucius drehte sich mit gerunzelter Stirn zu ihr um und sah gerade noch, wie sie ihren dünnen Umhang so fest um ihren Körper schlang, dass er beinahe zweimal herumreichte. Wortlos hob er die Temperatur wieder ein wenig an. Danke. Sie lehnte sich hart gegen den Tisch hinter sich und schloss für einen kurzen Moment die Augen. Gehen Sie schlafen, Miss Granger. Ich werde hier aufräumen. Nein, es geht mir gut. Ich räume meine Sachen immer selber auf. Sie stieß sich vom Tisch ab und ging zu ihm hinüber. Ohne ihn anzusehen sammelte sie die Geräte ein, die sie im Laufe des Tages gebraucht hatte, und balancierte sie zur Spüle hinüber. Nach einem Tag wie diesem würde sie nicht mehr zaubern können. Sie war so fokussiert darauf, aufrecht stehen zu bleiben und sich ihre Schwäche nicht anmerken zu lassen, dass sie den Stuhl übersah, der ein Stück vom Tisch abgerückt stand. Hermine stolperte über das Stuhlbein und hätte sich vermutlich den Kopf an der Kante der Spüle aufgeschlagen, hätte Lucius sie nicht im Auge behalten und aufgefangen. Die Geräte, die sie in den Händen gehalten hatte, fielen zu Boden. Ein Glaskolben zerbrach mit einem hellen Klirren und die Scherben verteilten sich quer über die Fliesen. Aber alles, was Hermine gerade bemerkte, waren die kräftigen Hände, die sie an den Oberarmen festhielten. So fest, es tat beinahe weh. Langsam hob sie den Blick und sah die grauen Augen, die gerunzelte Stirn, die zusammengezogenen Brauen. Ihre Beine gaben plötzlich unter ihr nach. Er reagierte auch dieses Mal und boxierte sie zu dem Stuhl herüber, über den sie beinahe gestolpert war. Hermine schloss die Augen, sobald sie die Lehnen in ihrem Rücken spürte. "Es tut mir leid", murmelte sie und wischte sich über das Gesicht in der Hoffnung, so wieder halbwegs klar zu werden. "Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste, abgesehen vielleicht von der Weigerung, meinen Anweisungen zu folgen", antwortete er. Er hielt sie noch immer mit einer Hand aufrecht. Ich hasse es, andere Leute Anweisungen zu folgen. Hermine rümpfte die Nase, stellte jedoch erstaunt fest, dass er über ihre Bemerkung lächelte. Das habe ich bemerkt. Er ging vor ihr in die Hocke. Ihr Herz machte einen Satz. Wärme strich auf einmal über sie und durch sie hindurch, wie eine warme Sommerbrise. Hermine schluckte. Ich halte es trotzdem für sinnvoller, wenn Sie sich etwas ausruhen, während ich hier aufräume. Ich hole sie später zum Dinner ab und danach besprechen wir, wie es weitergeht. Sie hatte an seinen Lippen gehangen, während er gesprochen hatte, verloren in dem sanften Klang, den sie noch niemals zuvor aus seinem Mund gehört hatte. Dieser Mann war wirklich ein Teufel, dachte sie. Ein gut aussehender, faszinierender Teufel und. Sie sollte nicht so über ihn denken, aber sie war zu müde, um anders zu denken und sie konnte den Blick nicht abwenden und seine Hand an ihrer Schulter fühlte sich so gut an. Merlin, vermutlich war er einfach dabei, sie mit sich in die Hölle zu ziehen. Hermine schluckte. Einverstanden, hauchte sie und wandte endlich den Blick ab. Widersprach nicht einmal, als Lucius zwei Hauselfen herbeirief, die sie zurück auf ihr Zimmer brachten. Hermine hatte sich kaum auf ihrem Bett zusammengerollt, um ein wenig zu dösen, als sie von einem leisen Tapsen wieder in die harte Realität gerissen wurde. Sie stöhnte leise und konnte sich mehrere Minuten lang trotz des penetranter werdenden Geräusches nicht dazu bringen, wieder aufzustehen. Erst als Horace, als den sie ihren ungelegenen Besucher identifiziert hatte, empört zu kreischen begann, rollte sie sich widerwillig aus dem Bett. Manchmal bist du wirklich blöd, Horace, maulte sie halbherzig, nachdem sie das Fenster geöffnet hatte und von einem entrüsteten Kreischen begrüßt worden war. Er schoss an ihr vorbei ins Zimmer, als hätte sie ihn stundenlang in der Luft fettern lassen. Da ist ein Fenstersims, falls du es nicht bemerkt haben solltest, informierte sie ihn über den Lärm hinweg. Es hat dich niemand gezwungen, in der Luft zu flattern. Er kreischte erneut und fauchte ihre Hand an, als sie ihm den Brief vom Bein lösen wollte. Dabei breitete er seine Flügel aus und stellte die Federn auf. Willst du ihn wieder mitnehmen? fragte Hermine gelangweilt. Daraufhin schüttelte Horace sich und ließ sie doch an sein Bein. Du kannst froh sein, dass ich ein Herz für Posteulen habe, sonst hätte ich dir jetzt keinen Keks gegeben. Hermine warf den Brief aufs Bett und suchte in ihrem Nachtschrank nach der Belohnung, während Horace plötzlich wieder sehr lieb war und ein leises Schuhhuhn vernehmen ließ. »Charmeur«, nannte sie ihn, ehe sie den Keks in die Luft warf und beobachtete, wie er ihn geschickt auffing. Mit leisen, knackenden Geräuschen machte er sich über seinen Lohn her und Hermine schnappte sich den Brief von Ginny. Die kleinen Nachrichten aus ihrem Leben erfüllten sie gleichermaßen mit Hoffnung wie auch mit Angst. Hoffnung darauf, bald wieder ehrlich zu ihren Freunden sein zu können. Angst davor, dass sie diese Zeit nicht mehr erleben würde. Doch für die Minuten, in denen sie die Worte ihrer Freundin las, waren sie nur eines eine kleine Flucht vor dem, was sie erwartete. Während das letzte Dinner so kurzfristig abgesagt worden war, hielt Lucius heute sein Versprechen und holte sie pünktlich von ihrem Zimmer ab. Hermine fiel einen halben Schritt hinter ihm zurück, während sie ihm durch die Flure von Malfoy Manor folgte. Ihr kleiner Ausfall im Labor war ihr nach wie vor unangenehm aber er erwähnte es mit keinem Wort, er ging nur etwas langsamer als sonst. Die Freude über sein Schweigen währte allerdings nicht lange, denn spätestens, nachdem sie die Vorspeise in derselben Stille eingenommen hatten, begann sie sich unwohl zu fühlen. Ihre Blicke flogen von Narzissa zu Lucius, die so taten, als säßen sie alleine am Tisch, zurück zu ihrem Teller, der viel zu gut gefüllt war, als dass sie ihn jemals leeren könnte so verbrachte sie den Großteil der Zeit damit, die Speisen von einer Seite zur anderen zu schieben und nur ab und an einen kleinen Bissen zu nehmen. Sie atmete erleichtert auf, als Narzissa ihr Besteck beiseite legte, ebenfalls ohne ihren Teller geleert zu haben. Wie war dein Tag? erkundigte sie sich höflich bei ihrem Mann, doch ihr Blick zeugte nicht von großem Interesse. So wie jeder andere. Ich informiere dich rechtzeitig, bevor wir bankrott gehen. Darum bitte ich, erwiderte Narzisse und verdrehte die Augen. Draco hat sich für das Wochenende angekündigt. In ihren Worten schwang die stumme Frage über Hermine's Anwesenheit mit. Sag ihm, dass ich mich freue, war seine eintönige Antwort. Hermine schluckte. Sie wusste nicht, ob es immer so zwischen den beiden war, aber wenn, dann war es keine Atmosphäre, in der sie sich wohlfühlen würde. Ihr verknotete sich schon jetzt der Magen angesichts der Kälte, die zwischen ihnen herrschte. Drakos verkorkster Charakter wurde immer verständlicher für sie. Als die Hauselfen die Vorspeise abtrugen und mit dem Hauptgang erschienen, entschied sie, dass sie unter keinen Umständen auch nur einen Bissen essen konnte, ohne ihre beschämende Vorstellung vom ersten Abend zu wiederholen. Entschuldigen Sie mich, murmelte sie deswegen, schob ihren Stuhl zurück und flüchtete aus dem Salon. Ihre Schritte trugen sie durch das riesige Anwesen, bis sie einen Raum durchquerte, der, sowie der Salon selbst, über eine Tür zum Garten verfügte. Emine öffnete sie und trat hinaus in die kühle Herbstluft. Atmete tief durch, mehrmals, verschränkte die Arme vor der Brust und setzte langsam einen Fuß vor den anderen. Die weniger guten Tage erwischten sie noch immer mit einer Heftigkeit, die ihr die Luft zum Atmen nahm. Sie fühlte sich zittrig und ihr war immer noch übel. Sie hatte sich vorhin so sehr verausgabt. Sie werden sich verkühlen, sagte eine dunkle Stimme hinter ihr, und bevor Hermine sich zu Lucius umdrehen konnte, legte er ihr einen Umhang um die Schultern. Wäre nichts Neues, erwiderte sie lakonisch, zog den Stoff aber vor ihrer Brust zusammen. Ein herber, warmer Geruch stieg ihr in die Nase. Es war sein Umhang. Geht es Ihnen gut? Er klang, als würde es ihn Überwindung kosten, diese Frage zu stellen. Selbst in Hermine's Ohren klangen die Worte falsch. Ja, Sie lügen. Und Sie sind nicht an der Wahrheit interessiert. Hermine sah ihn scharf an und war überrascht, als er missmutig den Blick abwandte. Sie seufzte. Aber ich habe nicht wirklich gelogen. Ich brauche nur einen Stärkungstrank, dann geht es wieder. Ich werde einen besorgen lassen. Nicht nötig, ich habe einen da. Sie hatte ihre in den letzten Jahren beträchtlich angewachsene Hausapotheke mitgebracht, als sie nach ihrer Krankheit wieder hergekommen war. Warum sind Sie mir gefolgt? fragte sie nach einer Weile. Damit Sie nicht schon wieder die Banner aktivieren. Ich habe sie aufpoliert. Er sah sie herausfordernd an. Soll ich sie testen? bot Hermine freimütig an. Nicht, bevor wir den dunklen Lord los sind. Sie setzte sich langsam in Bewegung und hörte, wie Lucius ihr folgte. Darf ich Sie etwas fragen? Sie dürfen. Und werden Sie mir darauf antworten? Das überlege ich mir, wenn ich die Frage kenne. Hätte ich mir denken können. Sie bog um eine Ecke und runzelte die Stirn. Lassen Sie es dennoch darauf ankommen. Ich bin ein neugieriger Mann. Nur wenn Sie mir eine Antwort versprechen. Eine ehrliche Antwort. Warum sollte ich? Prompt erinnerte sein herablassender Tons wieder daran, welche Stellung sie seiner Meinung nach in der Hierarchie der magischen Welt einnahm. Und vor allem in der Hierarchie des Hauses Malfoy. Hermine rümpfte die Nase. Ich bin nicht zu Ihrer Unterhaltung hier, Mr. Malfoy. Ich werde meine Frage nicht stellen, nur damit Sie Ihre Neugier befriedigen können. Sie gelangten an eine Rasenfläche, in deren Mitte ein steinerner Tisch mit zwei Bänken stand. Hermine wich vom Weg ab und ging direkt darauf zu. Sie setzte sich und stützte den Kopf in die Hand. Er folgte ihr zögernd, ließ sich dann aber ihr gegenüber auf die Bank sinken. Was wollen Sie wissen, Miss Granger? Ist das ein Versprechen? vergewisserte sie sich mit schmalen Augen. Ist es, sagte er mißmutig. Nun? Was war das eben zwischen Ihnen und Narzissa? Sie fixierte sein Gesicht, das zunehmend in der Dunkelheit des Abends versank. Nur seine blonden Haare, die ihm offen über die Schulter hingen, schienen noch immer regelrecht zu leuchten. Seine verbissene Miene machte deutlich, dass er sich für sein Versprechen schon jetzt am liebsten geohrfeigt hätte. Auch wenn ich nicht weiß, was Sie das angeht. Begann er mit einer guten Portion Verachtung in der Stimme. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. So etwas kommt vor in einer Ehe. Eine Meinungsverschiedenheit, meinetwegen? hakte sie nach. Das ist nun schon eine zweite Frage, stellte er fest. Ich weigere mich, auch diese zu beantworten. Ihr gutes Recht, erwiderte Hermine ruhig, ohne den Blick abzuwenden. Lucius beugte sich ein Stück über den Tisch. Sie sind ein ziemlich hinterhältiges Wesen, Miss Granger. Hat der sprechende Hut es eigentlich in Erwägung gezogen, Sie nach Slytherin zu schicken? Nein, nicht eine Sekunde lang. Lucy schnaubte leise. Natürlich nicht. Und selbst wenn, hätte ich mich dagegen entschieden. Warum? Wegen meiner Loyalität zwei Jungs gegenüber, denen ich bis dahin nur einmal kurz über den Weg gelaufen war. Haben Sie es jemals bereut, so loyal gewesen zu sein? Nicht eine Sekunde, wiederholte sie hielt seinen Blick stand, auch wenn sie kaum noch erkennen konnte, wo seine Augen lagen. Das waren nun schon drei ehrliche Antworten, Mr. Malfoy. Meinen Sie nicht, Sie wären mir noch etwas schuldig? Nein, sagte er unbekümmert. Ich habe Sie schließlich nicht um Antworten gebeten. Hemine presste die Lippen aufeinander. Bei Ihnen hat der Hut bestimmt nicht gezögert. Nicht eine Sekunde, sagte auch er, und der Stolz darüber lag deutlich hörbar in seiner Stimme. Für einen Moment kehrte schweigen zwischen ihnen ein, eine angenehme Stille, aus der Hermine auf sonderbare Weise Kraft zog. Die Frage stolperte aus ihrem Mund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Wissen Sie, dass Ihre Frau eine Affäre mit einem anderen Mann hat? Für einen Moment entglitten seine Gesichtszüge und in Hermines Brustschwoll etwas an, das ihr die Luft abschnürte. Doch er fasste sich rasch wieder und nickte. Das weiß ich in der Tat. Horatius, dein guter Freund. Hermine wusste nicht, was sie erwartet hatte, doch es erleichterte sie, dass er es wusste. »Freut mich«, entgegnete sie mit einem zarten Lächeln. Lucius senkte den Blick, dann stand er auf. »Lassen Sie uns in mein Büro gehen, um alles Weitere zu besprechen. Ich befürchte, hier draußen wird es allmählich kühl.« Erst als er sie darauf aufmerksam machte, wurde Hermine die Gänsehaut bewusst, die ihr über die Arme lief. Sie folgte ihm zurück ins Haus. Nachdem Lucius ihr den Stuhl vor seinem Schreibtisch angeboten und Hermine Platz genommen hatte, rief er Sunny herbei, um ihnen einen Tee zu servieren. Sie trug immer noch seinen Umhang und zog den Stoff enger um sich. Welche Sorte bevorzugen Sie? fragte er und sah sie erwartungsvoll an. Earl Grey, entgegnete Hermine, ihr Blick kreuzte den der Elfe, die sichtbar nervös wirkte. Lucius hingegen schien es nicht aufzufallen. Bring uns eine Kanne, Earl Grey, befahl er, und nachdem Sonny sich tief verbeugt hatte, verschwand sie mit einem leisen Plop. Also kommen wir zu Ihrem Problem. Er lehnte sich aus seinem Stuhl zurück. Ich dachte, es wäre unser aller Problem. Vornehmlich ist es Ihr Problem, beharrte er. Aber da es für den Rest der magischen Gesellschaft nicht gerade unwichtig ist, was mit diesem hässlichen Schmuckstück passiert, er ließ seinen Satz unbeendet und schnalzte stattdessen mit der Zunge. miene ihrerseits griff nach dem Anhänger. Sie hatte ihn niemals als schön empfunden und bezweifelte auch, dass das überhaupt möglich war. Er sonderte so viel schwarze Magie ab, dass die Schönheit dabei auf der Strecke blieb. Doch als hässlich hatte ihn nie jemand bezeichnet, wenn vielleicht nur aus Rücksicht auf sie. Mittlerweile gehörte das lästige Ding auf eine so verquere Weise zu ihrem Körper, dass es direkt ein bisschen weh tat. Wie feinfühlig, presste sie hervor und schoss ihm einen bitterbösen Blick zu. Ich hab manchmal solche Anwandlungen, räumte Lucius ein und verzog das Gesicht, als hätte sie eine seiner größten Laster entlarvt. In diesem Moment kehrte Sunny zurück und stellte ein Tablett auf den Schreibtisch, goss ihnen Tee ein und verschwand mit einer Verbeugung wieder. Hermine griff nach ihrer Tasse und legte die kalten Finger um das warme Porzellan. Wie auch immer, fuhr Lucius fort. Ich dachte daran, es morgen zu beenden. Morgen? keuchte Hermine entsetzt. Halten Sie das nicht für etwas überstürzt? Nein, Sie haben Ihre Aura unter Kontrolle. Der Trank ist fertig. Sie sagten, es würde Ihnen nach einem Stärkungstrank wieder gut gehen. Es gibt keinen Grund, noch länger zu warten. Allerdings einen äußerst guten sich zu beeilen. Und der wäre? Die Magie des dunklen Lords richtet Sie immer weiter zugrunde. Wenn wir noch lange warten, werden Sie zu schwach sein, um Ihre Aufgabe in diesem Plan zu erfüllen. Wenn wir es zu früh machen, bin ich noch nicht in der Lage, es durchzuhalten, hielt Hermine dagegen. Allein der Gedanke daran, schon morgen dem Bastard zu begegnen, den sie seit acht Jahren mit sich herumschleppte wie einen ermüdenden Virus, erfüllte sie mit kaltem Grauen. Lucius lehnte sich vor und stützte die Unterarme auf den Tisch. Ich denke, Sie unterschätzen Ihre Fähigkeiten, Miss Granger. Ich habe mich nie unterschätzt. Ich weiß, was ich leisten kann. Er sah sie lange an, dann schnaubte er kurz. Sie haben nur Angst. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie doch noch in zehn Jahren mit der Kette herumlaufen, selbst wenn sie ihre Aura pausenlos verbergen könnten. Nun griff auch er nach seiner Tasse und trank einen Schluck, ehe er sie wieder wegstellte. Das ist nicht wahr, murmelte sie hohl. Aber das war gelogen. Ihr Unterbewusstsein, selbst wenn es nur ein Traum gewesen war, hatte dasselbe gesagt. Er schien ebenfalls zu bemerken, dass er mal wieder ins Schwarze getroffen hatte, denn er fuhr fort, wie auch immer, wir müssen es morgen machen. Ich habe bereits dafür gesorgt, dass wir unbemerkt in die Mysteriumsabteilung gelangen. Noch einmal bekommen wir diese Möglichkeit nicht. Angesichts meiner Vorstrafen würde ich mich ungern unbefugt dort herumtreiben. Ich dachte, das gehöre bei Voldemort Zippe zum guten Ton, erwiderte Hermine schnippisch und nippte an ihrem Tee. Und ich dachte dasselbe über. Wie nannten sie sich noch gleich? Ach ja, Dumbledores Armee, war die ebenso spitze Antwort. Sie spürte, wie sie unwillkürlich lächeln musste und senkte rasch den Blick, bis sie ihre Gesichtszüge wieder unter Kontrolle hatte. Wir mussten halt die Möglichkeiten nutzen, die wir hatten. Äußerst bringt, wie ich zugeben muss. Mr. Potter und seine Freunde haben uns mehr als einen Stein in den Weg gelegt. Wir hatten eben das Glück auf unserer Seite. Dennoch. Fügte Lucius unbeeindruckt hinzu, hätte ich nicht erwartet, dass sie ausgerechnet den dunklen Lord stürzen würden. Nicht nach der Prophezeiung, nicht. Er unterbrach sich. Bei meiner Abstammung? ergänzte sie mit blitzenden Augen. Nicht in ihrem damaligen Alter, erwiderte Lucius jedoch und lächelte nonchalant. Gut gerettet. Er zog die Augenbrauen hoch und verschränkte seine Hände ineinander, eine Geste, die sie immer an Professor Dumbledore erinnerte, egal bei wem sie sie sah. Wie soll das Ganze denn ablaufen? fügte sie sich nach kurzem Schweigen und hob ihren Blick von seinen schlanken Händen. Wir werden morgen am frühen Vormittag ins Ministerium gehen und dort mit Kingsley Shacklebolt treffen. Mit dem Zaubereiminister? warf Hermine überrascht ein. Mit keinem geringeren. Er war oberflächlich interessiert an dem, was ich ihm berichtet habe, nachdem ich sie gefunden hatte. Doch sein Vertrauen in diese Sache zu gewinnen, war schwierig. Hermine's Augen wurden eine Nuance größer. Das sind also die Geschäfte gewesen, die sie in den letzten Wochen ständig zu erledigen hatten. Ja, er wird uns jedenfalls in die Mysteriumsabteilung lassen, fuhr Lucius fort. Ich habe ihn nach langem Hin und Her dazu bringen können, uns dort alleine zu lassen. Er verzog das Gesicht. Es fehlt die Zeit, um noch jemanden beizubringen, wie er seine Aura verbirgt, und wir werden ihn nicht brauchen. Er wird draußen warten, bis wir die Sache erledigt haben. Dann bringt er uns zu den Kamin zurück, und wir verlassen das Ministerium wieder. Das war alles? Hatten Sie etwas anderes erwartet? Eine Heldenfeier im Anschluss an die Vernichtung des Mannes, der schon seit acht Jahren als tot gilt? Nein, entgegnete Hermine und runzelte die Stirn. Aber das klingt einfach. So einfach wird es wohl nicht werden, gab er zu, aber letztendlich wird es keine große Sache sein. Waren Sie schon immer so optimistisch? Nur in Ausnahmesituationen, erwiderte er mit einem kaum erkennbaren Lächeln auf den Lippen. Interessant. Über dieses Urteil hob Lucie seine Brauen, doch Hermine gedachte nicht, ihre kryptische Äußerung genauer zu erläutern. Wie sieht der Plan für den Teil zwischen dem Betreten und dem Verlassen der Mysteriumsabteilung aus? Genauso so unspektakulär. Sie trinken ihren Trank, die Magie des dunklen Lords wird freigelassen. Ich schütze uns mit einem Schutzzauber und hole sie in die Welt der Lebenden zurück. Und während sie sich in eine Ecke setzen und brav ihre Aura verbergen, werde ich das, was vom Lord übrig ist, dazu bringen, durch den Schleier zu gehen.« »Hoffentlich funktioniert das so reibungslos, wie Sie es jetzt darstellen,« murmelte Hermine. »Das wird es.« Seine Stimme klang so überzeugt, dass sie sich für einen Moment ihrer Skepsis schämte.« Vielleicht sollte ich dann jetzt schlafen gehen, damit ich Ihren Anforderungen morgen auch entsprechen kann. Sie stellte ihre Tasse weg, ohne viel von dem Tee getrunken zu haben. Zweifeln Sie etwa doch an sich selbst? Ja, antwortete Hermine schlicht. Denn ich weiß nicht nur, was ich kann, sondern vor allem, wo meine Grenzen liegen. Ich befürchte, dass Sie mich ziemlich dicht heranführen werden. Falsch, ich werde Sie darüber hinausführen, versprach er. Das hilft mir jetzt weiter. Murmelte sie hohl. Lucius lachte leise auf, sehr dunkel und sehr sonor, einen Ton, der Hermines Rückgrat vibrieren ließ. <laughs> es wird Ihnen weiterhelfen, wenn Sie es geschafft haben, in jeder Hinsicht. Da sie dieser Feststellung kein angemessenes Argument entgegensetzen konnte, kapitulierte sie mit dem Senken ihres Blickes. Sie stand auf und nahm seinen Umhang ab, hängte ihn über die Stuhllehne. »Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht, Mr. Malfoy.« »Die wünsche ich Ihnen auch.« Sie spürte, wie sein Blick ihr zur Tür folgte und konnte dem Drang, sich zu ihm umzudrehen, nur schwer widerstehen. Obwohl sie müde und erschöpft war, wünschte sie sich, sie könnte noch eine Weile hierbleiben. Doch es war alles gesagt. Sie legte die Hand auf die Türklinke. »Miss Granger?« Ein flüchtiges Lächeln huschte über ihre Lippen, ehe sie sich zu ihm umdrehte. »Ja?« Fühlen Sie sich eigentlich wohl hier? Eine steile Falte stand zwischen seinen Augenbrauen. Hätte sie nicht die stabile Tür in ihrem Rücken gehabt, wäre Hermine vermutlich vor lauter Überraschung einen Schritt zurückgetaumelt. So jedoch lehnte sie sich nur etwas fester gegen das glatte Holz. Sie nahm sich einen Moment, um über die Antwort auf seine Frage nachzudenken. Wohler als am Anfang sagte sie schließlich und hoffte, dass das ein diplomatischer Kompromiss zwischen dem war, was er vielleicht hören wollte, und dem, was sie empfand. Er nickte nachdenklich und fixierte dabei die Tischplatte. Dann sah er sie wieder an. Verlangt das Sie sehr nach Ruhe, oder können Sie noch eine halbe Stunde entbehren? Er hatte ihr seinen Umhang zurückgegeben und sie hinauf auf das Dach des Anwesens geführt. Am höchsten Punkt maß das Gebäude vier Stockwerke und bot bei Tageslicht mit Sicherheit einen beeindruckenden Ausblick auf die umliegende Landschaft. Jetzt, nach Einbruch der Dunkelheit, hatte dieser Punkt einen gänzlich anderen Charme. Ich habe so etwas damals auch für Draco eingerichtet, erklärte er, nachdem er ein paar Zauber gesprochen hatte. Das war noch in unserem alten Haus. Kurz bevor er nach Hogwarts ging, entdeckte er eine mir absolut unbegreifliche Faszination für die Sterne. Lucia schnaubte über das für ihn anscheinend unbegreifliche Interesse seines Sohnes, während er den Kopf in den Nacken legte und nach oben sah. Hermine, die Dracos Interesse angesichts der Namenstradition der Black Familie gar nicht so unbegreiflich fand, tat es ihm gleich und staunte einmal mehr über die Möglichkeiten der Magie. Die Nacht war, wie viele andere im englischen Herbst auch, alles andere als sternenklar. Wolkenberge türmten sich kilometer weiter hoch übereinander und versprachen Regen und Hage, vielleicht sogar die ersten Boten des nahenden Winters. Nicht so jedoch über dem Dach des malfeuschen Anwesens. Als stünden sie unter einer Käseglocke, hielten einige Zauber die Wolken fern und eröffneten einen atemberaubenden Blick auf den Nachthimmel. Und nicht nur das, die Magie holte ihnen die Sterne auch so dicht heran, dass Hermine farbenfrohes Staubschleier, irrwitzig geformte Nebel und ferne Galaxien erkennen konnte. Sie war für Minuten so gefesselt, dass sie mit offenem Mund hinaufstarrte und kein Wort herausbrachte. Ich habe lange nicht mehr an diese Möglichkeit gedacht, fuhr Lucie schließlich fort und steckte die Hände in die Taschen seines Umhangs. Aber ich dachte mir, dass ein neugieriger Geist wie der Ihre vielleicht auch Gefallen daran finden könnte. Absolut, stimmte Hermine zu und warf ihm einen kurzen Blick zu. Sie kaute auf ihre Unterlippe. Warum machte er das für sie? Warum zeigte er ihr die Sterne? Sie sind nicht unwillkommen, Miss Granger, beantwortete er die ungestellten Fragen. Doch das, was Sie am Hals tragen, erfüllt das gesamte Haus mit kaltem Grauen. Sie sah ihn an und schluckte. Er sah blass aus im spärlichen Nachtlicht, und es stand ein Zug um seine Augen, der sie erschreckte, weil er so aufrichtig war, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen hatte, und weil sie nicht darüber nachgedacht hatte, was ihre Anwesenheit hier für ihn und seine Frau und vermutlich auch für die Hauselfen bedeuten musste. Es tut mir leid. Es ist nicht ihre Schuld, sagte Lucius. Ich bin es, der das Grauen hierher gebracht hat, schon bevor sie überhaupt geboren waren. Deswegen ist es mir so wichtig, es endgültig zu beenden. Hermine lächelte. Morgen haben Sie die Chance dazu.